Wir beginnen eigentlich mit der leeren Ballettbühne, viel Raum, viel Platz für Tanz. Und über die Geschenke spielt sich immer mehr Welt eigentlich auf die Bühne. Es kommen die Geschenke, dann werden die ausgepackt und dann kommt eigentlich schon das Zu-Bett-Gehen und dann kommt der Traum. Und aus dem Nussknacker kommt der echte Nussknacker. Und mit den kleinen Fallen, mit denen sie vorher gespielt hat, die werden plötzlich surreal riesig vergrößert. Dann schläft sie noch mal ein, dann sehen wir so ein Eisblumenfenster und dann gleiten wir so in den zweiten Traum hinein, in dem einfach so kleine Versatzstücke, die wir vorher gesehen haben, wieder die Mausefallen, dann so ein Margeritenkranz, der an ihrem Bett hängt, der plötzlich riesig über eine Mausefalle, so ein Griff in ihre kleine mädchenhafte Schatzkiste, mit der sie irgendwas gebaut hat. Alles zusammen ist plötzlich eine Winterlandschaft. Was mich sehr beschäftigt und aber auch berührt in diesem Bühnenbild ist, dass es im Grunde genommen in diesem dritten Akt sind wir plötzlich mit den Elementen anders im Zusammenspiel. Eben mit den Kristallen, den Steinen, den Pflanzen, den Blüten. Und das ist doch auch etwas, was so etwas sehr Kindliches ist, so etwas zu sammeln, aber auch das wieder loszulassen. Also diese Vergänglichkeit auch von Blütenblättern, die dann dahin wehen. Auch für uns wichtig zu sagen, was ist der Ursprung in dieser Geschichte. Und das war eigentlich dann auch sehr schnell klar, dass Petipa und Tschaikowski ihren eigenen Blickwinkel drauf geworfen haben. Und das wiederum war dann auch für uns wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen, zu sagen, wir haben da auch eine Freiheit, keine Beliebigkeit, aber eine Freiheit, wie gehen wir damit um. Ja, die Freiheit hast du eigentlich dann auch noch erweitert, indem du gesagt hast, okay, du klebst jetzt nicht an der Musik, so wie die Abfolge eigentlich ist, sondern wir können das aufmachen. Dich würde interessieren, noch andere Tschaikowski-Musik einzuarbeiten. Und dadurch war man dann dramaturgisch natürlich viel freier umzugehen und musste nicht die Szenenabfolge bedienen, die Tschaikowski eigentlich vorgegeben hat. Ich habe mich schon sehr früh mit dieser Musik beschäftigt und hatte immer ein ganz klares Gefühl, das ist Musik, die nach einer Choreografie richtig ruft, die das verlangt. Und das hat mich sehr interessiert. Wir sind jetzt hier zu der Entscheidung gekommen, zwei Sätze aus der vierten Sinfonie zu verwenden. Das ist wirklich auch die Aufgabe, mit dieser Musik so präzise, wie ich mir das vorgenommen habe, umzugehen. Eigentlich im ersten Akt haben wir uns dann sogar auch noch mal ein bisschen entfernt vom Text und über Familie im Allgemeinen nachgedacht. Also das ist einfach ein Familienstück und die Familie und Großeltern und noch eine Oma, die im Haus lebt, und haben das dann so aufgeteilt und eigentlich so gemein, also so über den Weihnachtsabend an sich reflektiert, wie gestritten wird, wie geliebt wird, wie, ja, also was alles so vorkommt, und auch versucht, es einzuarbeiten. Der Nussknacker, der bewegt sich plötzlich wundersam schön, frei, elegant, und die beiden bauen etwas ganz, also eine ganz eigene Beziehung in diesem Moment auf, und da gibt es auch eine klare Entscheidung. Die Musik des Grand Pas de Deux ist bei uns ein Grand Pas de Six, wo die Großeltern, die Eltern, die Clara und der Nussknacker gemeinsam tanzen. Und ich würde sagen, Nussknacker ist ein Stück für die Generationen, für Generationen. Das rührt auch daher, in dem Kontakt während den Vorstellungen in der letzten Spielzeit mit dem Publikum habe ich festgestellt, dass die Generationen kommen. Großeltern mit ihren jugendlichen, erwachsenen Enkeln. Und ich finde, die dürfen sich auf der Bühne auch mal wiedersehen und wiedererkennen.
Musik.